Hallo liebe Häklerinnen, heute mache ich eine Dreieck-Granny, wieder mit meinem Fehlernadel und die Wolle von gestern, was mir geblieben ist, von dem Stern. Ich fange wieder mit meine mein magisches Ring. Was geht jetzt an? So. Eins. 2, 3 zum Steigen. Dann mache ich noch 2 Stäbchen. Wir brauchen 3 insgesamt und immer die 3 Luftmaschen zum Steigen zählen als ein Stäbchen. So, dann mache ich 3 Luftmaschen. Eins, 2, 3 Stäbchen. Was ist heute los? Wieder 3 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Zwei und 3 und 3 Luftmaschen. Und weil es Dreieck sein soll, dann 3. So, jetzt muss ich mich hier anketten oder anhängen mit einer Kettmasche. So, die erste Reihe ist fertig. Jetzt muss ich mich bewegen bis im nächsten Loch oder Bogen, wo wir mit den Ecken anfangen. Das heißt 3 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Eins, 2, 3 und jetzt wieder 3 Stäbchen. Eine Luftmasche dazwischen und hier komme ich wieder mit einer anderen Ecke. Und jetzt brauche ich so 3 Ecken, werde ich haben. Eins, 2, 3. Und 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Luftmasche dazwischen und dann wieder 3 Stäbchen. Eins, 2, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. 1, 2, und 3 und mache ich wieder eine Luftmasche dazwischen. Mit Kettmasche anhängen und so schaut aus die zweite Runde. Jetzt muss ich mich wieder bewegen bis in eine Ecke, bis zu diesen 3 Luftmaschen. So, ich bewege mich mit Kettmaschen. Jetzt mache ich wieder hier die Ecke, 1, 2, 3, zum Steigen, dann 3 Stäbchen, das wäre die zweite, jetzt dritte, 1, 2, 3 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. So, Luftmasche. Und jetzt komme ich her, wo ich die Luftmasche gehabt habe und mache ich 3 Stäbchen. 1, 2, 3 Luftmasche und wieder 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und 3 Stäbchen, weil wir in einer Ecke sind. So, eins, eine Luftmasche und wieder in der
der Platz zwischen die zwei Ecken, zwischen die zwei Gruppen, da machen wir wieder eine Dreiergruppe, drei Stäbchen. Zwei, drei. Luftmasche und wieder die Ecke. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eine Luftmasche und wieder dazwischen eine einzelne Gruppe. Von drei Stäbchen Luftmasche. Jetzt bin ich am Ende der Reihe angekommen. Ups, muss ich mich hier in die dritte mit einer Kettmasche. So, jetzt ist die dritte Reihe fertig. So schaut die dritte Reihe fertig. Jetzt machst du so immer weiter. Bewegst du dich bis hier und machst die Ecke. Und immer hier drei, drei. So schaut meine. Ich habe sie vorher gemacht. Bis jetzt hätten wir 1, 2 und 3. Die Reihen. Und meine hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen. So, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.